Leute und herzlich willkommen zu einem neuen KDC Special. Ich sitze hier heute im Sage Restaurant mit Aka Aka und Thalström und Leute, wie geht's euch denn? Hammergut. Top, top. Schönes Wetter draußen. Schön ist es. Prima. Ja, also die Sonne hat heute leider nicht mitgespielt, sonst würden wir am schönen Strand sitzen. Aber kommen wir mal generell zum Thema. Als ich erfahren habe, dass ich euch heute interviewen darf, musste ich erstmal meine ganzen alten Facebook-Nachrichten durchschauen. Denn wenn man in Berlin wohnt oder generell mittlerweile überall, kommt man ja nicht mehr an euch vorbei. Und ich kenne euch tatsächlich schon, seitdem ihr 2009 mit Umami zusammen Ich und Du rausgebracht habt. Diesen wunderschönen Video, also ist ja schon Ewigkeiten her, ihr seid ja schon lange im Business jetzt. Und dann habe ich im Wikipedia-Artikel gelesen, dass ihr für Mitte 2015 jetzt eine neue LP angekündigt habt. Was könnt ihr uns denn dazu erzählen? Ja, also erstmal, das Ding ist jetzt im Kasten. Also wir sind im Studio fertig geworden und total happy. Jetzt geht es irgendwie gerade darum, dass das mit dem Release-Date und wann kommt es raus, wo kommt es raus, das fix gemacht wird. Also Mitte 2015. Also jetzt geht der langweilige Scheiß. Genau. Mitte 2015 verschiebt sich das vielleicht ein bisschen nach hinten, 2015. Aber es kommt auch eine neue Single, Take My Time mit Northern Light. Und ja, vielleicht will David auch was dazu sagen. Ja, also es kam jetzt ein bisschen überraschend. Also auf die Single freuen wir uns, glaube ich, alle drei ziemlich. Es war eine super schöne Kollaboration, die sich einfach spontan aus der Albumarbeit ergeben hat. Wir haben einfach, wir stehen auf die Jungs, wir mögen die Stimme gerne, wir mögen eigentlich den musikalischen Approach total gerne und haben sie angefragt und plötzlich ist da auf einmal eine Zusammenarbeit entstanden, die wir eigentlich so vorher gar nicht geplant hatten und das ist sehr fruchtbar gewesen. Echt total schön. Das klingt ja schon mal sehr spannend und wollt ihr denn auch weiter in dieser Schiene bleiben, die ihr bis jetzt die Jahre gefahren habt, also dieses Minimal Tech House Zeug oder also nur so einen kleinen Geschmack vielleicht vorher, ob ihr vielleicht oder geht ihr in andere Richtung, weil es ist ja meistens so, wenn Künstler sagen, wir wollen uns neu erfinden, dass es von allen Seiten erstmal dann heißt, boah nee, finden wir total scheiße, macht lieber euren alten Stuff, mit dem ihr berühmt geworden seid. Da fange ich doch einfach mal an. Also eigentlich haben wir uns, also wir arbeiten jetzt schon relativ lange zusammen zu dritt, vor allem auch was die Studioarbeit betrifft, nicht nur was das Live betrifft, das wird glaube ich von manchen manchmal ein bisschen falsch gesehen und ich glaube, wir haben uns in der Zeit kontinuierlich verändert, also dieser Minimal Live oder Minimal Act, das ist im Grunde genommen, das waren wirklich die Anfänge, das waren auch die Jungs ohne mich und dann kam ich dazu und dann haben wir eigentlich angefangen, einen eigenen Weg einzuschlagen, den es, würde ich sagen, also gar nicht arrogant oder überheblich, aber ich würde sagen, den gibt es so nicht. Und das macht uns auch aus, aber vor allem die Entwicklung macht uns auch aus. Ja, reicht mal weiter? Ihr seid die Großen. Nee, also jetzt bei der Produktion vom zweiten Album haben wir auch gemerkt, das hat sich dann auch, ist wieder ein Sprung dazugekommen. Das ist alleine, entsteht dadurch, dass wir technisch auch viel besser werden, dass du einfach technisch dich weiterentwickelst und neue Ideen hast, neue Skills, also du kriegst einfach Skills dazu und dann daraus entwickelt sich dann automatisch auch ein neuer Sound wiederum. Und ich glaube, wir sind, es ist nicht mehr zu vergleichen, also wir sind jetzt schon überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit dem Sound, den wir 2009 hatten. Bloß wir sagen jetzt nicht, so, jetzt ist Schluss mit dem, jetzt machen wir nur noch das, sondern es kommt einfach. Also das war auch, wir haben nie groß irgendeinen Style geplant oder so, wir machen jetzt eine Tech-House-Nummer oder wir machen jetzt eine Deep-House-Nummer oder wir machen jetzt eine Techno-Nummer. Wir machen einfach und dann gucken, was da rauskommt halt. Ja, es war eigentlich auch schon immer so, dass wir, wenn es dann soweit war und das Label dann gefragt hat oder wir uns selber veröffentlicht haben, du dann irgendwie zu Beatport gehst und die fragen, ja, welches Genre ist das jetzt? Und du dann so, gute Frage. Und mittlerweile kann man es teilweise auch nicht mehr so richtig zuordnen. Und die, also allein vom Tempo, da haben wir auch Tracks dabei, die dann irgendwie auf einmal 158 BPM haben und trotzdem nicht irgendwie Hard-Techno sind, sondern halt was ganz anderes. Und ja, es ist irgendwie eine Mischung von vielen elektronischen Einflüssen, würde ich sagen. Ja. Es ist viele Instrumente dazugekommen, wir haben aber auch, also wir sind synthetischer geworden, aber auch zeitgleich akustischer. Also das ist irgendwie sehr, kann man echt, also muss man sich anhören, glaube ich. Ja, wir haben es auch dann mal mit richtigen Musikern ins Studio gesetzt, also und dann mal was aufgenommen. Ja. Ja, du hast auch gerade schon angesprochen, weg von diesem oder nicht gerade weg von diesem, aber man kann Sachen nicht mehr genau einordnen und dann interessiert mich auch, man merkt ja gerade, also finde ich zum Beispiel, dass diese ganzen Mainstream-Festivals, wie zum Beispiel auch das Tomorrowland, auf andere Acts setzen. Es gibt ja dieses Jahr auch eine nur Vinyl-Stage, wo Sven Veth auch auflegt und jetzt wollte ich gerne mal wissen, wenn das Tomorrowland euch anfragen würde für nächstes Jahr, hättet ihr da Bock drauf oder würdet ihr da sagen, eher nicht so unser Ding? Ja, also das Tomorrowland ist, wenn man das jetzt mal von der Seite vom Künstler sieht,
definitiv ein großartiges Festival, glaube ich. Ich war jetzt selber noch nicht da und habe auch jetzt noch mit niemandem so geredet, aber wenn man so die Videos sieht, die Bühnen sind halt groß, man hat viel Platz, irgendwie sich zu entfalten. Die Anlage ist krass, das Licht ist krass. Und also von diesem Show-Effekt, den man selber so als Künstler da haben kann, ist das bestimmt großartig. Also ich denke schon, dass wir da Bock drauf hätten. Also steht außer Frage. Also allein waren wir noch nicht da, um uns das mal anzugucken. Weil was soll ich denn jetzt über ein Festival sagen, wo ich noch nicht war? Also das liegt uns auch nicht. Also jetzt, wir gucken und würden uns das angucken und dann entweder spielen wir da nochmal oder nicht mehr. Ich meine, Tomorrowland, was ich so mitbekommen habe, die Farben sind ja relativ trendy, aber die Musik hat sich doch mittlerweile schon längst irgendwie einfach in alle Richtungen entwickelt. Insofern, klar. Das finde ich ja schon mal sehr spannend. Vielleicht sieht man sich dann ja nächstes Jahr auf Tomorrowland. Es kommen ja auch immer wieder so Fragen auf, was machen DJs eigentlich, wenn sie älter werden? Also ich meine, ihr seid ja jetzt noch relativ jung, aber also produziert man dann nur noch andere Künstler oder gibt man sich dann auch noch mit Mitte 50 hinterm DJ-Pult die Kante? Ich würd das echt an der Gesundheit festmachen. Das ist das Einzige, was mich davon abhalten könnte, nicht mehr auf der Bühne zu stehen. Also so kann man es, glaube ich, am besten. Also wenn ich irgendwann meinen Rücken und nicht mehr stehen kann und halbseitig gelähmt bin, gehe ich nicht mehr auf die Bühne. Aber halt, solange da meine Gesundheit das mitmacht, bin ich am Start. Also ich glaube auch eher, dass nicht das Problem ist, auf der Bühne zu stehen und wirklich zu performen. Also wenn man sich da irgendwie Acts wie Toten Hosen, Ärzte oder wen auch immer so alte Acts anguckt, die immer noch abgehen auf der Bühne. Ich glaube, das ist gar nicht so das Kräftezehrende, sondern eher so dieses Reisen drumherum, wenn man jetzt viel unterwegs ist und dann irgendwie vielleicht auch eine Show nach der anderen spielt. Das ist halt anstrengend und dann kann man ja auch gucken, dass man sich das alles ein bisschen entspannter legt. Also ich sehe jetzt nicht, dass wir irgendwie mit Mitte 40 aufhören wollen oder so. Also solange man auch Spaß dran hat einfach. Ne? Ja genau, falls der Spaß mal nachlässt, dann hört man natürlich auch auf. Also falls ich keinen Bock mehr drauf habe, dann höre ich auf, aber sieht nicht so aus. Ach ja, ich muss da immer die Stones anbringen. Also wenn ich mir überlege, dass Keith Richards nach seinem Leben, das doch relativ erfüllt gewesen sein muss, bis zum heutigen Tag, also dass der immer noch auf der Bühne stehen kann. Es ist, glaube ich, bloß eine Frage, wie Hannes gemeint hat, der Organisation, dass man auch irgendwie guckt, dass man vielleicht einfach Playtimes anders legt, dass man sich einfach sein Leben besser organisiert, weil das, was wir im Augenblick machen, dass man irgendwie 4 Gigs in 2 Tagen spielt und einfach nur am Fliegen ist und nur am Reisen, das kostet Kraft. Aber wenn man das besser organisiert, ich glaube, oder anders organisiert, weil man denn eben älter ist, dann wird es schon klappen. Okay. Und wenn wir jetzt gerade schon bei so viel Rumreisen und verschiedene Tourdates haben sind, spielt ihr eigentlich lieber Open Air oder Indoor? Also ich spiele ganz klar lieber Open Air, also wenn das Wetter cool ist und ein wunderschöner Nachmittag und die Leute lachen und freuen sich, ist einfach traumhaft. Vor allem man sieht halt alle Menschen. Das macht mir unfassbar viel Spaß. Also ich bin halt im Sommer nicht so gern drin. Das ist einfach, aber im Winter gerne Club-Gigs, also auch gerne schöne Clubs. Gibt ja auch hunderte davon, also auf jeden Fall ist es auch, ein super Kontrast zu den Open Airs dann halt. Ja, sehe ich genauso. Also so ein verrauchter Club-Gig, mittlerweile beide hier nicht Raucher, aber trotzdem ist es auch einfach total geil, irgendwie morgens um 5, 6 verfeiert aus dem Club rauszukommen und den Tag zu verschlafen. Und das ist irgendwie, nimmt sich ganz gut die Waage, weil du hast in Deutschland über den Sommer so viele Festivals, sind kaum im Club, dann kann man sich auch wieder auf die Club-Gigs freuen. Ja. Cool. Und dann nähern wir uns auch schon dem Ende. Und zwar würde ich gerne noch wissen, Musiker machen ja nicht nur Musik, sondern sie hören ja meistens auch Musik. Und zwar würde ich gerne wissen, was denn so als erstes dieses Jahr eure Favorite Tracks bisher so waren. Also was ihr so gern für Mucke hört. Jeder nennt mal einen einfach. Wir fangen mal damit an. Also was ich gerade wahnsinnig viel höre, ist Pink Floyd. Einfach auch das letzte Album einfach, weil es mich total flasht. Vielleicht auch, weil es irgendwie mich schon so lange begleitet, die Musik mich schon so lange begleitet. Ja, also ich habe durch die Kollaboration jetzt mit einem Gitarristen, bin ich auf Fink gestoßen, den kannte ich vorher noch nicht und total weggeflasht von seinen Sachen. Den will ich mir unbedingt auch mal live anschauen. Ja. Ich habe nicht so richtig einen festen Künstler, sondern ich mag viel neue Musik, das heißt, ich höre einfach jede Menge und gucke, was mich gerade so flasht. Also mir fallen die Namen jetzt auch nicht ein. Also ich habe Rolksop zum Beispiel, das ist viel gehört, wahnsinnig viel gehört. Dann
ja, das war dieses Jahr. Ja. Ja, aber Holger ist eigentlich immer der, wenn im Radio was läuft, ne, also kenne ich nicht. Ne, was, kennst du nicht, das ist das und das und das, und egal wie alt das ist, er kennt eigentlich alles. Ja, das ist halt, ich saug das förmlich auf, aber auch den schlechten Kram. Also das, also das ist wohl wahr, also auch so richtig fiese Schlagernummern oder so. Ich kann mich plötzlich an alles erinnern, kenne den Interpreten dazu oder so. Ich weiß auch nicht, woher es kommt. Also es, irgendwann muss ich es mal gehört haben und dann ist es dann plötzlich da. Dann, aber das ist sowohl Fluch als auch Segen. Und wenn wir jetzt schon beim Musikgeschmack sind, hattet ihr schon immer irgendwie so eine Verbindung, also besonders jetzt ihr beide, zu diesem Elektro-Techno? Also wart ihr früher auch auf der Love Parade oder so, oder wie seid ihr da hingekommen? Oder hattet ihr früher so einen ganz anderen Musikgeschmack? Also bei mir war der Anfang noch anders, also schon elektronisch, so Richtung Trip-Hop, so Sachen wie Portishead, Tricky in der Anfangszeit, also Anfang 90er. Dann auch so Sachen von Fantastischen Vier, das Album hier mit Tag am Meer und die vierte Dimension, genau. So Sachen, dadurch kam ich dann so Richtung House und später auch Techno. Und Holger hat eigentlich schon eine längere Geschichte, oder? Ja, also war ich über Death Metal und Hardcore dann zu Hardcore Techno gewechselt und vom Hardcore Techno dann halt alles Mögliche daraus dann sozusagen den Musikgeschmack entwickelt. Also so. Und als DJ war 2003, fingst du mit Techno an auch. Also auch relativ hartes Zeug, aber halt. War deine erste Nature? 99. 99, erste Mal Nature One. Love Parade 97 oder 98. Und Hanno Markallen 96, das war so mein erster Rave. Da war noch Ravers Nature und R&B und sowas gab es da noch, das kennst du gar nicht, ne? Also Love Parade kenne ich auch aus, als Berliner kennt man Love Parade, meine Mama hat mich da auch mit hingeschleppt, also sag mir was über die anderen, so nicht so ganz. Aber könnt ihr euch dann noch erinnern, was eure erste CD war, die ihr von eurem eigenen Geld gekauft habt? Jetzt frage ich nochmal darüber. Die allererste CD? Das war tatsächlich Vinyl, das ist, aber das war, wird auch niemand was sagen, das ist Maurice Sontré, das ist ein klassischer Trompeter, eigentlich der größte, den es jemals gab, also wirklich wunderschön. Das hat mich damals irgendwie so fasziniert, dass ich unbedingt Trompete studieren wollte, was ich dann später auch gemacht habe. Bei euch beiden? Ja, ich glaube es war 89, Beastie Boys, License to Ill, ja, geile Nummer. Crisscross Jump, also die ganze Platte dazu, ich weiß jetzt mehr, wie sie hieß, und Fanta 4 mit Dida tatsächlich. Also das war meine erste Maxi war sozusagen Dida und meine erste CD war Crisscross mit Jump. Ich meine, das was als Kind habe ich auch schon Sachen gekriegt, also auch Platten gekauft, aber es war eher Benjamin Blümchen und Otto, also ich glaube, das zählt nicht so richtig. Nee, nicht so ganz. Aber wir haben ja gerade schon noch die Nature erwähnt, habt ihr. Und da wollen wir auch gerne nochmal jetzt sagen, wir können nämlich einmal zwei Karten für die Nature One dieses Jahr verlosen. Und somit sind wir auch schon am Ende angekommen mit unserem kleinen Interview. Ich hoffe, es hat euch irgendwie ganz gut gefallen hier mit uns. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall auf der Nature, weil wir sind da auch da. Und somit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!